vom 2D-Zeichenobjekt zum Building Information Modell. Das alles im Dataflow CAD BIM. Als BIM-Modell werden ja 3D-Modelle bezeichnet, die neben der dreidimensionalen Ausprägung weitere Zusatzinformationen wie Material, wie Kosten, wie Typeninformationen oder aber auch Eigenschaften zur Nachhaltigkeit besitzen. Also Parameter, die ein einfaches Objekt weiter beschreiben und zu einem, nennen wir es, intelligenten Objekt machen. Dabei ist es uns egal, ob das Zeichenobjekt eine Linie, eine Fläche, ein Block oder ein Volumen ist. Über die Zuweisung des Zeichenobjekts werden alle Informationen automatisch generiert. Die Schaltstelle, unsere Verwaltungsebene hierbei, ist unser Quick Manager. Und hier dann die zwei Dialoge, einerseits die Kostenschätzung und andererseits der IFC-Dialog. Beginnen wir mit der Kostenschätzung. In diesem Dialog kann ich hier meinen einzelnen Ordnern, meinen einzelnen Gruppen Kosten hinterlegen. Das heißt, ich habe hier mein Pflaster. Das ist ein recht günstiges Pflaster, da will ich 44 Euro pro Einheit. Und es zieht sich dann runter über das Schotter, über den Split. Ich habe hier die Kosten für mein Board, für den Beton. Gehen wir hier nochmal weiter runter auf meine Stufen. Da habe ich meine Blockstufen, da will ich pro Stück 213 Euro. Das mal der Menge. Er gibt den Preis der Ordner, der Strukturhierarchie. Und wenn ich auf dem obersten Reiter stehe, habe ich hier meine Zusammenstellung. Wir sind gerade hier bei Gesamtkosten von 50.988. Ich will kurz demonstrieren, wie sich das dann erweitert und fortführt. Das heißt, ich zeichne mir hier ein einfaches Objekt, wähle mir dieses Objekt, füge das meiner gewünschten Ordnerstruktur hinzu und bin dann auf der obersten Ebene nicht mehr bei meinen 50.000, sondern bei meinen 56.000. Und wenn sich dann hier an dem Objekt was ändert, dann wird auch automatisch der Preis mitgezogen. So viel zur grafischen Kostenschätzung. Das Schöne dabei ist, dass ich diese Ordnerstruktur nicht selektiv, nicht separat betrachten muss, sondern ich kann sie als Grundlage für meine Ausschreibung nutzen, indem dass ich hier auf den obersten Reiter mit der rechten Maustaste gehe und dies alles als GAP-Datei exportieren kann. Das heißt, ich wähle mir hier den gewünschten Dateityp und speichere es auf meiner Festplatte oder in der Cloud ab und kann es in jeder handelsüblichen AFA öffnen. Hier links die Vorlage im CAD und hier rechts die exportierte GAP-Datei in einem AFA-Programm. Natürlich muss beim Export darauf geachtet werden, dass die Struktur, die übergeben wird, GAP-konform ist. So viel zur Kostenschätzung. Nun zum zweiten Dialog, dem IFC-Dialog. Das Hinterlegen von Informationen an ein Objekt wird im Bauablauf immer elementarer. Über unseren IFC-Dialog haben Sie die Möglichkeit, numerische sowie alphanumerische Informationen zu hinterlegen. Diese sind dann somit einerseits zum Objekt gespeichert, im System gespeichert, aber auch dem BIM-Modell beim Export via IFC angehängt. Zum Dialog. Der Dialog besteht aus vier Reitern. Die hinteren beiden Reiter Grafik und Export werde ich in einem weiteren Video besprechen, ein Video zur Erstellung des BIM-Modells. Konzentrieren wir uns auf die ersten beiden Reiter. Der zweite ist Material, wo ich ein Material hinterlegen kann, sei es hier der Kalkschotter, sei es hier der Beton oder sei es hier oben das Betonpflaster. Im ersten Reiter sind die Attribute hinterlegt. Sämtliche Parameter, die ich an ein Objekt anhängen will.
Ich habe hier schon hinterlegt meine Korngröße. Ich habe hinterlegt, woher der Schotter kommt und kann hier sehr einfach weitere Parameter, weitere Attribute hinterlegen. Zum Beispiel ist das Material frostsicher. Ich definiere dem Attribut eine Gruppe. Ich definiere ein Label. Was ist es denn für ein Typ? Was ist für ein Wert? Die Detailtiefe lasse ich bei 100 und hinterlege, ist das Material frostsicher oder ist es nicht frostsicher? Diese Änderung übernehme ich und so ist es dem Objekt zugeordnet. Ich kann diese Attribute, diese Parameterliste exportieren oder aber auch weitere Attribute, weitere Parametersets dem Objekt hinzufügen über den Import-Button. Auf dem Import-Button sind Parametersets oder komme ich in ein Dialogfeld, wo Parametersets hinterlegt sind. Dort kann ich mir entweder ganze Sets aussuchen und hinzuladen oder mir einzelne Parameter wie zum Beispiel die Produktnummer oder aber die CO2-Bilanz pro Kilogramm auswählen und als Auswahl dem schon zugefügten Parametern hinzufügen. Ich muss dann nur noch die richtige Gruppe definieren und kann dann hier die entsprechende oder den entsprechenden Wert, wie hier die Produktnummer oder die CO2-Bilanz, eingeben. Ich übernehme diese Änderung und habe jetzt auch hier meinem Objekt weitere Parameter hinzugefügt. Und sobald ich nun ein Objekt diesem Ordner Schotter Tragschicht zuordne, sind sämtliche hier hinterlegten Parameter diesem Objekt zugeordnet. Zwei weitere wichtige Reiter hier im oberen Bereich, der IFC-Typ und die IFC-Struktur. Beim IFC-Typen kann ich einstellen, was für ein Typ will ich denn diesem Parameterset hinterlegen. Soll es eher so eine Art Container sein, wie das IFC Building Element Proxy oder auch das Geographic Element, oder will ich als Beispiel meiner Stufen schon eins von Building Smart vorgefertigtes Parameterset hinterlegt werden, wie zum Beispiel das IFC Stair, was schon ein Parameterset für sich mitbringt, welches natürlich auch erweitert werden kann. Das zweite ist die IFC-Struktur. Wo befindet sich mein Objekt? Befindet sich es im Gelände, befindet sich es im Gebäude oder aber befindet sich es im Gebäude in irgendeiner Geschossebene? Wenn ich nun all meine Informationen hinterlegt habe, all meine Objekte zugeordnet habe, kann ich mein BIM-Modell über den obersten Reiter exportieren. Via unseren BIM-Manager erstellt eine IFC-Datei, die ich dann in einer Kollaborationssoftware wie Solibri oder wie es BIM Collab im Gesamtmodell darstellen kann mit allen zugehörigen Informationen. Hier habe ich die Datei mal ans BIM Collab übergeben und sobald ich hier ein Objekt anklicke, sind sämtliche angehängten Parameter, die ich im CAD im CAD-BIM hinterlegt habe, auch in dieser Kollaborationssoftware vorhanden. Viel Spaß beim Ausprobieren!